Wir müssen mir Fragen stellen, sonst ich weiß ja gar nicht. Nee. Ich will nicht wissen, wie es ist. Hier auf Lande ist das alles ein bisschen schwierig. Mein Vater ist ja gebürtiger Letschiner, der ist ja hier geboren. Ja. Ja. Und ja, ist aufgewachsen mit der Landwirtschaft und ist ja im Prinzip bis sag ich mal, bis 74 waren wir ja Typ 1. Ja. Was heißt Typ 1? Typ 1, dass wir im Prinzip privat gewirtschaftet haben. Ohne jegliche Hilfe, sag ich einfach mal. Ne? Und ja, dann wurde es aber immer enger, weil dann die Genossenschaften gegründet wurden und da wollte der Vater nicht hingehen, absolut nicht. Und dann kamen sie immer, wie man so sagt, die Kommunisten und wollten ihn dazu überreden. Ne? Und haben, sag ich mal, am Tor schon nicht dann und Vater ist gerade hingekommen, der hat sie da machen lassen. Ne? Und dann irgendwann hat er dann nachgegeben. Ne? Aber das hat auch beruht, weil Mutter da, naja, die hat sich dann auch so ein bisschen aufgeregt. Gab es da richtig Schwierigkeiten. Ne? Ja, ja. Das ging dann so weit, dass er sich schon teilweise verstecken musste, wenn die kamen. Ne? Er sich? Ja, ja. Weil die Druck gemacht haben? Ja, weil sie extrem Druck gemacht haben, ja. Das ist so aus meiner Verwandtschaft, von meiner Oma her ist das. Und das hat meine Eltern ererbt im Prinzip. Ne? Und ja, und dann haben wir eben angefangen. Dann war das, hier war ja noch alles im Prinzip, hier war der Garten eigentlich früher mal gewesen. Und da haben, sag ich mal, die ganzen Bäume hier standen, Pflaumenbäume, Äpfelbäume. Und dann war hier noch dieser Teil von der Werkstatt, das war teilweise runtergebrochen. Und naja, dann habe ich dann irgendwann angefangen, hier das so ein bisschen wieder als Kultur reinzubringen. Und hier war ja schon das Feld, wie es jetzt auch jetzt hier das Stück war schon Feld. Ne? Angefangen habe ich, denke ich mal, so etwa 96. Da habe ich aber erstmal ein bisschen gebaut, alles in Ordnung gebracht oder Teil. Nur dieses alte Stück eigentlich, was Sie hier sehen, was hier so, wo die Tore zur Giebelseite sind. Ja. Und das hat das erste da. Das haben wir wieder aufgebaut und dann habe ich immer, man sieht dann immer wieder was dran gepflegt. Dann wurde das Büro reingebaut worden, dann ist der Teil reingebaut worden und dann ist das Vorderstück reingebaut worden, wo wir jetzt auch Küchenraum haben und so ein bisschen noch, bevor das weiße Tor ist. Kinderfahrrad haben wir auch schon repariert. Ja. Im Dreier durchholen, ja. Wenn wir mal zu schweißen, ist, war Klinik, machen wir. Kutschen? Kutschen haben wir weniger gehabt bis jetzt. Da vorne steht noch eine Kutsche. Ja, aber die haben wir nicht repariert. Die hört mein Bruder. Aber sonst kommen schon eine ganze Menge verschiedene Fahrzeuge, die wir instand setzen. Also ich sage ganz ehrlich, wenn es noch eine Grenze geben wird, wäre mir ganz ehrlich gesagt, wäre mir lieber. Ja, weil es doch unsicher geworden ist. Auf alle Fälle. Mehr Diebstähler, auf alle Fälle. Aber es wird ja immer gerne, sag ich mal, ein bisschen verschwiegen. Auch wenn man, sag ich mal, mit der Polizei oder mit dem Zoll spricht, gab ja auch Kundschaft da, dass zu wenig Leute da sind. Ja. Ja. Die das dann, ne? Zu wenig Leute sind, die das, die Sicherheit mit dir gewährleisten können. Ne? Ja, das war ja am Tare. Das war ja nicht über Nacht, das war ja am Tare. Da stand hier oben das Fahrzeug mit laufendem Motor. Ja. Und ja, das hat der Kollege laufen lassen, wegen irgendwelchen Überprüfen, ob sich der Motor überhitzt. Ja. Und da kam, haben wir, ich weiß nicht, gerade Frühstück gemacht, oder? Da kam der Polo gelaufen, ja, wie ein ganz normaler Kunde. Hat sich ein Auto reingesetzt, ist mit dem Auto losgeschossen. Hat hier vorne, wo er auf der Hauptstraße fährt, nicht getroffen. Derjenige war auch ein Kunde aus meiner Werkstatt, der hat dann einen defekten Stoßfänger gehabt und dann ist er losgefahren. Dann habe ich natürlich angerufen bei der Polizei bzw. beim BGS in Manschnow und dann haben sie so ein bisschen, dass er nicht über die Grenze kommt. Und dann hat er sich noch nie getraut und dann ist er hier, sag ich mal, 2-3 Stunden durch die ganze Oderbruch gefahren. Und dann ist mein Bruder mit Christian gefahren und haben geschaut und wo sie aus Richtung Golze und Richtung Fries aus sich hinfuhren, kam er ihnen entgegen. Haben sie eine Wendeschleife gemacht, sind losgefahren bis Golzow, mitten in den Ort und dann hatten sie ihn überholt gehabt. Dann hat er auch, sag ich mal, hinter angehalten und wo sie an der Tür ran waren, ist er wieder losgefahren. Und dann ist er auch da auf dem RPG-Hof, in Richtung RPG-Hof, da hat er wahrscheinlich gesehen, dass er nicht weiterkommt. Da ist er rausgesprungen, da ist mein Bruder rausgesprungen, ihm hinterher und dann hat er ihn zum Boden gedrückt. Und dann, naja, dann kamen die ganzen Leute vorbei, die haben gedacht, ach, da ist eine Prügelei. Und die sind ganz vorsichtig gewesen. Bis dann mal einer, ich sagte, das ist hier ernst, dann hat er vom Hof so einen Strick geholt, dann haben sie ihm um den Bein einen Strick gemacht. Bis die Polizei kam. Ja, bis dann die Polizei kam, ja. Und wie oft sind die in Polen? So gut wie gar nicht. Nee, da ist, erstmal, sag ich mal, in der Woche sowieso die Zeit nicht zu und ich fahre so gut wie nicht.
Sie kaufen auch nicht da ein. Nee, mach ich nicht. Ich kann ja nicht mein Geld, was hier die Leute hier bringen, da drüben lassen. Das passt dann auch nicht. Achso, da sind Sie ganz treu. Da bin ich treu, ja. Ja. Ich tanke auch hier und wenn die Leute hier kommen und lassen sich eine Dienstleistung oder sag ich mal eine Dienstleistung von mir erhalten, dann lasse ich ihr Geld auch hier. Das ist anständig. Ja, das mag ich nicht. Das ist schon vom Prinzip her nicht. Meistens nur die Autos, die im Prinzip hier nicht mehr, sagen wir, die hier meistens nicht verkaufe mehr. Das geht, das hat sich so eingelaufen, die kommen jede Woche nachfragen, wenn ich wieder alte Autos habe. Ja. Meistens die älteren. Weil die etwas besseren Fahrzeuge, die man hier verkauft, man muss ja auch als Werkstatt eben dieses Jahr Garantie und Gewährleistung geben. Und das ist dann auch ein bisschen. Da müssen die schon dementsprechend, verkaufe ich gar nicht so alte Autos mehr, weil dann geht's weg halt. Ja. Nee, die werden nie mehr kommen. Die bezahlen das und dann hört man auch nie wieder was von dem Auto. Da gibt es keine Probleme. Ja, ist immer schwer zu sagen. Ja, ich meine, ich sag mal so, wir haben Teil Leute, die von drüben kommen, die jetzt, sag ich mal, die Autos kaufen, wo es einfach klappt und wo man sich auch drauf verlassen kann. Aber es gibt eben auch einen Teil, man arbeitet dann immer schon, irgendwo baut man dann ein Vertrauensverhältnis auf. Wenn die über längere Zeit kommen und man arbeitet vernünftig mit ihnen zusammen, dann klappt das auch. Ne? Mhm. Ja. Ich habe ja hier gelernt gehabt und dann erst war es mein Hobby und dann ist es meine Arbeit, meine richtige Arbeit geworden. Ne? Jo. Gut. Was ist das, wann haben Sie den? Das ist vom Kunde, aber der gibt ihn bestimmt ab. Okay. Der geht ab. Ja klar, der muss aber noch TÜV kriegen. Gute alte DDR-Ware. DDR-Ware. Das war eine TÜV kriegen wir doch. Kriegen wir immer, ne? Kriegen wir, wie passt. Kriegt man ja genau. Die sind ja alle geschmiert.